Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Insurgents. Ich versuche gerade irgendwie irgendwo hinzukommen. Ich weiß nicht, wohin ich kommen will, aber irgendwohin werden wir vielleicht kommen. Ich glaube, wir müssen zur Infernalkultbasis. Und ich glaube, die dürfte hier irgendwo im Vulkan sein. Deswegen schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Was zum... Was machst du mit... Was... Nein! Wieso ist diese arme Pflanze im Vulkan? Das Ding tut mir etwas leid. Oh, sunny day. Feuer. Ja. Aus Versehen. Hey, danke schön. Ich habe keine Ahnung, welches Pokémon das ist. Ah, Palim Palim. Wie geht's so? Bist du nicht ein Normal-Pokémon? Nein, bist du nicht. Ach nein, du bist eine Fee. Hahaha, stopp mal. So, Gift. Nein, du bist keine Fee. Was zum... Ich bin so verwirrt. Das hat so weh getan. Okay. Das schwächste Pokémon kriegt die XP. Hoffentlich. Auf Wiedersehen. Oh, fast ein Level up. Okay. Ich weiß, wen ich als nächstes nach vorne packen muss, damit er ein bisschen leveln kann. Und zwar dich. Dann fliegst du mal ein bisschen hinter uns her. Ich hatte Mew noch gar nicht hinter mir herlaufen. Aber das wäre auch zu auffällig, sonst sehen die Leute noch, dass Mew mich auserwählt hat und das wollen wir nicht. Wir benutzen das bitte nochmal. Oh, hi. So, hier scheint nichts zu sein. Wir hätten nach links laufen müssen. Immer laufe ich die falsche Richtung. Immer. Fies ist das. Hi, ich bin Miri. Oh, du siehst aus wie ein einfaches Ziel. Ich grinde gerade. Ich könnte ein paar XP gebrauchen. Nett. Dankeschön. Sehr freundlich. Nicht. Es hagelt. Oh. Oh, oh. Vogel. Es hagelt, aber Gardevoir kriegt keinen Schaden. Haha. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, das ist ein One-Hit. Danke. Hier, gern jemand anderem XP farmen, nicht an mir. Polion. Wir bleiben drin. Nein, nein, das war falsch. Ich wollte... Sehr gut von mir. Ich sage nein, aber drücke ja. Oder so. Nein, warte, andersrum. Hm. So, wie wär's mit einem Donnerblitz? Ah, hätte sogar fast gereicht. Ach, der Regen. Der Hagel hat's gerissen. Der Regen. Was kommt jetzt? Oh, okay. Ah, ist nicht sehr effektiv. So, auf Wiedersehen. Ja, gut. Aber du sahst doch so wie so ein einfaches Ziel aus. Fies. Miri. Oh nein. Ich laufe eh immer den falschen Weg. Natürlich bin ich den falschen Weg gelaufen. Mann. Wie kommt man da hin? Da. War das noch ein Gegner? Ich will ja nichts angeben, aber ich könnte den ganzen Berg kaufen. Warum? Naja, weil ich es könnte. Brauchst du einen Grund? Sehr sympathisch, wow. Du hast ein Talent darin, dich wahrscheinlich immer gleich richtig beliebt zu machen bei allen Leuten, die du triffst. Ich bin beeindruckt. Oh ja, Blizzard. Und dann trifft er natürlich damit. Mit Blizzard. Ich hätte damit nicht getroffen, nicht in 100 Jahren. Und meine 5 Versuche wären wahrscheinlich früher leer, als dass ich getroffen hätte. Es paralysiert, ist ihm aber egal. Oh ja. Das war gut gewechselt, clever. Dein armes anderes Pokémon. Ja. Nochmal Donnerblitz. Das reicht. Auf Wiedersehen. Ja, ne? Und sogar noch ein Level-Up, bevor wir da unten reingehen. Brauche ich einen Grund? Ja. Bist du dumm? Bevor ich am Ende noch in den Kampf reinlaufe, ne? Mit einem total kaputten Team, werde ich die jetzt erstmal eben hier schnell ein bisschen zusammenflicken.
Sind ja alle noch ziemlich gut in Schuss, außer King und Gardevoir. So, na dann. Nora ist auch hier. Ah, Miri, gut dich zu sehen. Ich denke, es liegt jetzt an uns Vieren. Der Infernalkult arbeitet von hier. Das Signal der Übertragung kam von hier. Es ist wie ein Labyrinth. Wir müssen vorsichtig sein. Wir werden uns aufteilen. Zwei Gruppen, mit je zwei Leuten. Ein Arenaleiter, ein Kind. Nora, du kommst mit mir. Miri, du gehst mit Diana. Okay. Das Wichtigste ist, einen Weg zu finden, die Gehirnwäsche aufzuheben. Ja, Gehirnwäsche. Aber wenn ihr Zenith seht, dann schnappt ihn euch. Es gibt keinen Grund, warum er gegen euch zwei gegen zwei von uns eine Chance haben sollte. Miri hat ihn schon besiegt. Lasst uns gehen. Und lasst euch nicht gefangen nehmen. Seid nicht dumm. Nora wird zuerst gehen. Nora ist aber als zweites gegangen. Oh Mann, das hört sich ja gar nicht gefährlich an. Du kommst mit mir, Miri. Lass uns gehen, solange wir vorsichtig sind und noch wichtiger, leise, wird schon alles gut gehen. Wir werden uns mit ihnen treffen und, ja, hoffentlich. Na gut, dass Damien nicht dabei ist, der hätte jetzt angefangen rumzuschreien. Keine Bewegung. Oh nein, Persephone, nicht jetzt. Du hast mich die ganze Zeit angelogen. Oh Mann, da kommt er doch tatsächlich einer schreiend rein. Das ist doch Kacke. Mann, ich hasse das. Wie übersetze ich denn den ersten Satz? Ich glaube nicht, dass das Sinn macht, den wörtlich zu übersetzen. Ich beiße endlich in den sauren Apfel. Ich bin dir gefolgt und denn ich muss das wissen. Wo auch immer du hingehst, Sakrai ist immer da. Es folgt dir und bewundert dich. Fidia, wie konntest du das tun? Und jetzt bist du zurück im Infernalkult? Du hast mich hier zurückgelassen. Zurückgelassen. Oh, Cresselia wurde geschickt, um uns beide zu retten. Aber nein, du warst zu verängstigt. Persephone, bitte sei ruhig. Sie werden uns hören. Ich habe keine Lust mehr von dir zum Schweigen gebracht zu werden. Ich habe 3 Jahre unter der Kontrolle dieser Irren verbracht, weil du zu viel Angst hattest, mir zu helfen. Wir waren Kultisten. Erinnerst du dich nicht, wie schrecklich das war? Du hast mich in dieser Hölle gelassen und jetzt möchtest du, dass ich dir einfach so vergebe? Weißt du, was ich tun musste, um zu flüchten? Ich... Nicht gut. Weißt du, ich würde gerne wissen, wie du geflüchtet bist. Ich finde es auch nicht gut, dass du mich Freak nennst. Ich weiß, wir sind Feinde, aber können wir nicht wenigstens höflich miteinander umgehen, hm? Wachen? Führt unsere netten, jungen Gäste in ihre Räume. Ihr werdet es dort lieben. Wir haben nette Butler und einen schönen, warmen Pool. Ja, das hört sich gar nicht nach Lava oder sowas an. Ich fürchte, das Licht ist ein bisschen anders als in den Räumen in Juba. In deiner Basis, Persephone. Hoffentlich wird es Miri bei mir besser gefallen. Yay. Toll. Toll, wieder gefangen. Oh, du siehst aus, als würde es dir gefallen. Ich hab doch gesagt, du würdest es genießen. Es tut mir leid, dass du das alles hören musstest. Du scheinst ein intelligentes Kind zu sein. Ich bin sicher, du bist schon hinter meine Fähigkeit gekommen. Gehirnwäsche hört sich so hässlich an. Ich bevorzuge Gehirnoptimierung. Und außerdem, es ist noch nicht perfekt. Ich brauche noch die DNA, um es richtig zu tun. Und jetzt habe ich deine. Witzig, wie das alles für mich läuft, nicht wahr? Oh Mann. Um genau zu sein, habe ich die DNA von fast jedem in der Region, dank der Impfung. Ich schulde Reukra wirklich etwas. Die gefakten Impfungen waren so eine gute Ausrede, um die DNA von jedem in Torren zu bekommen.
Ich hatte zuerst Sorge. Diana konnte fliehen. Und es schien, dass die Legendären stark genug wären, um euch meiner Gehirnwäsche zu entziehen. Ich hatte Angst, dass du genauso sein würdest. Aber dann habe ich die Prophezeiung gehört. Natürlich dachtest du, dass du der... Oh nein. Dass du der Verräter wärst. Aber du kennst jetzt meine Fähigkeit. Wir werden viel Spaß haben. Okay. Ich werde dich weiter herausfordern und dir meine... Und was auch immer. Ich habe den Faden verloren. Solange, bis du jedenfalls nachgibst. Lass uns anfangen. Okay. Würdest du bitte deine Hände an der hinteren Wand platzieren? Nein. Die? Ich glaube, ich brauche gerade eine andere Art von Schutz, aber danke. Oh, sehr schön. Das war ziemlich einfach. Das wird fantastisch. Nee, als nächstes möchte ich, dass du... Okay. Das hier kann warten. Sieht so aus, als würde da unten ein Kampf ausbrechen. Ich werde gleich zurück sein. Sieht so aus, als wären dein Freund Kalreth und das Mädchen erwischt worden. Du wirst sie bewachen. Rede nicht mit ihr und sieh sie nicht an. Ich werde in ein paar Minuten zurück sein. Das ist von Miri. Die Tür ist mit einem Fingerprint-Sensor geschlossen. Geh zurück, Kind. Ich werde nicht mit dir reden, egal wie viel du mich herausforderst. Kann ich ihm Haare rausreißen? Hast du mir nicht zugehört? Das wird nicht funktionieren, Kind. Oh, was? Kind, jetzt hör auf damit. Du nervst mich. Okay, das war's. Hast du mitgekriegt, wie ich die Tür verschlossen habe? Das ist, weil ich kein Idiot bin. Es ist ein Fingerprint-Schloss. Und du weißt, was das bedeutet. Selbst wenn du mich besiegst, wirst du nicht hier rauskommen. Gut, dass ich ihn so lange genervt habe, bis er mich jetzt angreift. Das finde ich sehr nett von ihm. Er weiß wohl nicht, dass Mew mein Pokémon ist. So. Dürfte nichts... Warum sind die Pokémon auf Level 60? Was bist denn du für ein Loser? Oh, wow. Das ist ja traurig. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Auf Wiedersehen. Er sagt nur, danke für die DNA. Und jetzt sieh zu, was ich Schönes kann. Sieh gut zu. Jetzt bin ich du. Haha. Und auf Wiedersehen. Kann ich die Tür bitte wieder verschließen? Schade, dann nicht. So. Das ist mein Item. Snarl. Was ist das? Schnarcher? Oh, hi, wir sind Freunde. Okay, er denkt auch, wir sind Freunde. Dann ist ja alles gut. Solange wir alle Freunde sind, kann ja nichts schief gehen. Ach ja, die haben ja alle Feuer-Pokémon. Gut. Damit ist jetzt genau richtig mit meiner Fee. Oder auch nicht. Hey, aber der ist stärker als der andere. So. Makago. Gegen dich ist das vielfach effektiv, also auf Wiedersehen. Ja, das tut mir leid für dich. Guter Kampf. Oh ja, fand ich auch. War super. Müssen wir wiederholen, Kumpel. Ganz streng. Auf Wiedersehen. Danke für den Kampf. Ich gehe hier nur die Items klauen, die noch drin liegen. Permafrost, okay. Das ist gar nicht verdächtig, nur, ne? Nur falls sich einer fragt, ich war... auf Klo oder so. Hi. Bin ich hier richtig? Oh, was ist mit dem Schloss passiert? Wir reden mal mit dem netten Herr hier oder müssen wir unten raus?
Wahrscheinlich müssen wir unten raus. Hi! Oh, Zenith wird wieder live gehen. Oh nein. Ja, wuhu! Ja, bald haben wir die Region unter Kontrolle. Ich bin auch ein Infernalkultist. Yay! Oh, Schwebe. Ja, gut. So. Surf ist weg. Na. Das lief ja schon mal besser mit dem Wegsurfen. So, Surf ist jetzt weg. Okay. Sehr schön. Kammerrupt, okay. Sandsturm. Ach, du Kacke. Ist auch nur Sandsturm. Ich hasse Sandsturm. Das ist aber kein Feuer-Pokémon. Das ist aber gar kein Feuer-Pokémon. So gar nicht. Okay. Ich meine, es ist rot, ja, aber es ist trotzdem kein Feuer-Pokémon. Okay. Das macht ja gut Schaden. Ich bräuchte trotzdem irgendwas zum Heilen. So. Ich kann das nicht erwarten. Ja, ich auch nicht. Yay! Infernalkult, yay! Wer ist Miri? Okay. Leute, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.